Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Beim nächsten Mal sind wir aus dem Sumpflager zurückgekommen, hierhin ins alte Lager. Und was ich heute vorhabe, ist erstmal ein bisschen Lernpunkte auszugeben, denn wir wollen ja auch ein bisschen im Kampf geübter werden, nicht nur im Diebstahl. Deswegen werde ich erstmal einhändige Waffen lernen. Wobei, ich überlege gerade, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn ich erst Stärke mache. Aber ich glaube, ich nehme einfach einhändige Waffen. Damit bin ich bisher immer ganz gut gefahren, wenn ich gespielt habe. Das habe ich eigentlich immer als eins der ersten Talente gelernt. Und das können wir bei Sketty machen. Wobei, ich muss erstmal gucken, wir haben bestimmt genug Erz, oder? Erz haben wir 111, das reicht. So, dann trainieren wir einmal bei ihm. Nein. Aber im Moment findet ich will nicht wetten. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. So, 50 Erz, Einhänder Stufe 1 und 10 Lernpunkte. Machen wir doch das mal. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Gute Entscheidung. Um deine Technik zu verbessern, musst du erst einmal lernen, deine Waffe richtig zu halten. Anfänger neigen dazu, Einhandwaffen mit beiden Händen zu halten. Mit sowas fängst du am besten gar nicht erst an. Das behindert dich nur. Halt die Waffe mit einer Hand, Klinge nach oben und dann immer schön schwingen lassen. Du musst lernen, den Schwung deiner Waffe mit deinen Bewegungen in Einklang zu bringen, dann kannst du schneller zuschlagen. Wenn du dich an meine Anweisungen hältst, wirst du in Zukunft eleganter und vor allem schneller kämpfen. Ach, und noch was. Manche Treffer richten mehr Schaden an als andere. Als Anfänger hast du nur eine geringe Chance, solche kritischen Treffer zu landen. Aber je weiter du fortschreitest, desto besser wird diese Fähigkeit. Ja, sehr gut. Dann haben wir damit mal unsere Einhänderfähigkeit verbessert. Wir können bei ihm auch Einhänderstufe 2 lernen. Allerdings kostet das 20 Lernpunkte und die möchte ich am Anfang noch nicht ausgeben. So, wir können mal eben gucken. Wir haben jetzt Einhänder ausgebildet und unsere Volltrefferchance ist bei 5%. Das heißt, alle 20 Schläge haben wir davon einen, der mehr Schaden macht. So, und das Schöne ist, er hat ja gesagt, ja, Anfänger neigen dazu, eine Waffe mit zwei Händen zu halten, also eine Einhandwaffe. Und ich gehe mal hier rein, da uns hier keiner beobachtet. Und wenn wir jetzt tatsächlich mal unsere Waffe ausrüsten, sieht man, ja, wir haben uns diesen... Ach, Matt. Komm, wir probieren das doch gleich mal aus. Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Suchst du ein stilles Plätzchen? Ja, ja, lass mich in Ruhe. Nein, ich glaube, ich boxe ihn lieber. Ich möchte ihn doch am Leben halten irgendwie. Genau, oder ich springe einfach gegen ihn. So, nehmen wir mal unsere Waffe. So, wir sehen, dass er jetzt tatsächlich die Waffe in einer Hand hält. Das heißt, er hat sich das zu Herzen genommen und wir können jetzt wesentlich schneller angreifen. Schön in einer Achtform. Das heißt, damit können wir unsere Gegner besser beschäftigen. Weil vorher haben wir immer relativ lange Pausen gehabt zwischen den Angriffen. Und das war wirklich nicht gut, weil da die Gegner wirklich Gelegenheit hatten, uns anzugreifen. Und das war nicht schön. So, ich weiß, dass ich gesagt habe, wir wollen zum neuen Lager und da stand Mordrak, mit dem müssen wir da reden, aber ich möchte erstmal zu Fisk, so heißt er, da er ja handelt und wir haben am letzten Mal ja so ein bisschen Schwerter geschmiedet und da würde ich jetzt gerne ein paar von loswerden. Er hat 310 Erz, wobei gucken wir mal eben, was er für Waffen hat. Bundlerzucht, Schaden 20, benötigte Stärke 10. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar mit die beste Waffe, die wir kriegen können. Ich werde im neuen Lager noch mal, genau, im neuen Lager noch. So, nochmal. Ich möchte im neuen Lager nochmal gucken, was wir da für Waffen haben. Und wenn es da keine bessere als die Bundlerzucht gibt, weil im Sektenlager gab es ja nur relativ schlechte Waffen, dann werden wir uns die Bundlerzucht holen. So, aber erstmal geben wir uns mit dem Erz zufrieden. Und irgendwie werden die Items schon wieder nicht so richtig angezeigt. Naja, egal. So, jedes von den Schwertern gibt uns 50 Erz. Damit können wir den komplett ausnehmen, bis auf 10 Erz. Und wo wir schon mal dabei sind, können wir uns gleich auch noch ein paar Dietriche kaufen. Das sehe ich hier gerade. Dann packen wir noch die 10 Erz dazu. Und, oh, nein, nein, so viele Dietriche wollte ich doch gar nicht. Das Schwert will ich nicht. Und die ganzen Dietriche kannst du zurücktun. So, 350 Erz. Und dann geben wir noch ein grobes Schwert dazu. Und dann können wir das genau ausgleichen. Ich glaube, das ist ein guter Deal, oder? 310 Erz und 4 Dietriche. Machen wir das doch mal. Und schon sind wir ein bisschen reicher. Ja, wir könnten uns jetzt schon fast eine Rüstung kaufen.
Das werden wir eventuell sogar machen. Das muss ich mal schauen, ob ich das machen will. Ich glaube, es würde sich anbieten. Vor allem, da ich ja den Arena-Kampf hier im alten Lager noch machen möchte. Und dafür muss man relativ gut ausgerüstet sein. So, haben wir noch... Ja, wir haben noch Fleisch. Okay. Das brate ich mir dann auch mal eben fertig. Damit wir uns zur Not auch heilen können. Ich meine, wir haben zwar zwei Heiltränke, aber die würde ich gerne aufbewahren. Wobei, so wie ich mich kenne, bewahre ich die dann auf, bis mir 50 Lebensenergie sowieso nichts mehr wirklich bringen zum Heilen. Naja, egal. Reden wir mal mit Mordrak. Die Unterhaltung hatten wir ja schon mal komplett. Deswegen würde ich da gerne so ein bisschen einfach überspringen. Und ich glaube, diesmal speichere ich nicht, dass uns die aus dem Sektenlager, die Templer, mal wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Durch die Rechnung. So. Und jetzt rede ich mal eben mit Mordrak, mach alle Dialogoptionen schnell durch. Stimmt. Bla bla bla. Ja, er ist Kurier für die Magier. Er hat ein Problem. Denn Thoras möchte, dass er nicht mehr hier ist. Dumm. Genau, erzähl mir was über das neue Lager. Wenn ich mich dem Lager anschließen will, was dann? Okay, dann bringe ich mal zum neuen Lager. So. Auf geht's. Jetzt machen wir endlich das, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Mordrak ins neue Lager folgen. Und dann kriegen wir auch noch ein paar weitere Quests. Das wird sehr, sehr gut sein. Ja, ins Sektenlager sind wir auch hier aus diesem Tor rausgegangen. Allerdings dann nach geradeaus weiter. Ins neue Lager müssen wir einmal so halb um das alte Lager herum. Und man sieht schon, das ist hier außen ziemlich befestigt. Mit irgendwelchen Holzpalisaden und Wänden. Also da kommt nichts durch. Im alten Lager sind die schon ziemlich sicher. Das muss man denen lassen. Also der Sumpf ist ja relativ offen. Wenn da mal irgendwelche Monster ankommen, dann haben die ein kleines Problem. Denn die können einfach rein. Ja, ich weiß, du wartest auf mich. Ich will nur die Bären einsammeln. Ah, wunderbar, diesmal keine Templer da. Wir kriegen die ganze Erfahrung von den Scavengern für uns. Sehr gut. Ja, Mordrak, mach du das mal. Ist ja nicht schlimm, wenn ich dir gerade nicht helfe, oder? Ist in Ordnung, ne? Wir sind ja gute Kumpels und so. So, dann nehmen wir das Fleisch noch mit. Ich meine, selbst wenn ich es nicht als Nahrung benutze, kann ich es später immer noch verkaufen. Wobei wir im Verlauf des Spiels eigentlich genug Erz finden und machen werden. Also so ist es nicht. Aber jetzt am Anfang können wir natürlich alles Erz gebrauchen, was wir irgendwie in die Finger kriegen können. Ja, Da oben ist noch so eine Palisade und da stehen Gardisten rum, wie man sehen kann. Das ist auch ein Weg, der ins Ork-Territorium führt. Also da sollten wir uns bis zum Ende des Spiels eigentlich nicht wirklich hinbewegen, weil da werden wir sterben. Sowas von. Ich meine, wir kommen ja momentan gerade so knapp gegen einen Scavenger an. Wie sollen wir dann gegen Orks kämpfen können? Deswegen schließen wir uns lieber erstmal im Lager an, gucken, was wir hier so finden können und werden erstmal ein bisschen stärker. Dann klappt das später auch mal mit den Orks. So, ja, man sieht schon, wir entfernen uns vom alten Lager. Ich glaube, ich kann noch mal auf die Karte gucken, die wir ja haben. Karte zur alten Mine und dann sieht man, wir sind jetzt hier unten westlich vom alten Lager und werden uns da den Weg jetzt ein wenig lang bewegen. Weiter Richtung Westen. Und, achso, ich dachte, nein, geh weg, Scavenger. Ach, Gott sei Dank, ich dachte, er greift mich jetzt an. Ja, ich sammle nur diese Beeren ein. Du kannst welche abhaben, wenn du willst. Dafür, dass du mich hier rumführst. Und das da, dieses Skelett, ist auf jeden Fall schon mal ein sicheres Indiz, dass wir da eventuell auch noch nicht weitergehen sollten. Und ich weiß, da hinten lagen jetzt noch mehr Sachen rum. Da oben so eine Spitzaxt und so. Oder Spitzhacke. Aber die möchte ich jetzt eigentlich gerade noch nicht einsammeln. Wow, ein Schlag und der Goblin ist tot. Denn ich möchte jetzt hier lieber erstmal Mordrak folgen. Und gucken, dass uns zum neuen Lager führt. Das da drüben ist übrigens Cavalorn. Das ist ja, glaube ich. Von dem wurde uns ja schon erzählt. Das ist der, der uns das Schleichen beibringen kann. Und jetzt bringt er den... Boah, ich wollte schon sagen. Wehe, der hätte uns diesen Goblin umgebracht. Dann wäre ich aber stinkig gewesen. Dann hätten wir nämlich keine XP bekommen. Na, Mordrak, das ist die falsche Richtung.
Naja, manchmal ist die AI hier in dem Spiel halt nicht ganz so intelligent. Und das lohnt sich schon irgendwie wesentlich mehr als der Weg zum Sumpflager, habe ich das Gefühl. Ich kriege hier viel mehr Erfahrung zusammen. Wie viel brauche ich denn noch? 140. Dann haben wir schon die nächste Stufe erreicht. Ich glaube, das kriegen wir noch zusammen. Nein. Also danke für die Hilfe, Kavalorn, aber nein, ich möchte nicht, dass du die für mich tötest. Das kriegt Mordrak schon alleine hin. Die beiden Scavenger noch und das nächste Monster danach bringt uns dann die Stufe. Oh, der hat uns schon die Stufe... Oh ja, ich kann nicht rechnen. Haha, 140. Durch die Scavenger haben wir ja 150 bekommen. Sehr gut. Dann haben wir jetzt schon Stufe 3. Kann ich das auch einsammeln? Nee. Und dann würde ich sagen, als nächstes lernen wir auf jeden Fall mal ein bisschen Stärke, denn das bringt uns nicht nur, dass wir bessere Waffen tragen können, sondern dass wir auch einfach mehr Schaden machen. Und ich finde, das ist für den Anfang eine sehr gute Idee. Was anderes Sinnvolles können wir gerade auch noch nicht lernen. Wobei doch eventuell die ganzen Trophäenfertigkeiten, also hier Haut abziehen, Zähne abziehen, Klauen und so. Nein! Oh, jetzt hat der den Wolf getötet. Blöd, Mann. Naja, egal. Die 60 Erfahrungen oder was das gebracht hat, oder waren es 80, 90? Keine Ahnung. Ist jetzt auch egal. Das soll mich jetzt nicht stören. Wir haben Stufe 3. Also ich glaube, das ist tatsächlich sogar sinnvoll, die Trophäenfähigkeiten zu erlernen, weil wir schon relativ viele Tiere hier töten werden. Und damit halt einfach nochmal ein bisschen mehr Geld verdienen. Da sind wir nicht auf die normalen Jobs angewiesen. Hier zum Beispiel die Schwerter von den Goblins, die bringen auch nicht sonderlich viel. Oder hier so Truhen am Wegesrand oder so, die werde ich dann später auch nochmal versuchen aufzumachen. Aber ich möchte jetzt erstmal Mordrak folgen. Gucken wir nochmal eben zwischendurch auf die Karte, wo wir jetzt sind. Ja, wir sind hier drüben. Wenn wir jetzt da geradeaus weitergehen würden, würden wir zum Kreuz kommen, das heißt zur alten Mine. Da müssen wir hin für den Test unseres Vertrauens. Beziehungsweise, ja, ist ja nicht unser Vertrauen, das verlangt wird, sondern wir sollen das Vertrauen, das in uns gesetzt wird, beweisen. Und da müssen wir dann hin. Aber erstmal gehen wir hier in diese Richtung. Und gleich um diese Ecke herum, genau, erreichen wir das neue Lager. So, hier sind wir. Wenn du durch das Tor gehst, kommst du ins neue Lager. Sprich mit Laris. Er wird dir weiterhelfen. Hier, gib ihm das hier von mir. Es ist ein wertvoller Ring. Er ist deine Eintrittskarte zu Laris. Ohne guten Grund kommst du nicht zu ihm. Wenn ich mir so recht überlege, ich glaube, ich bleibe eine Weile hier. Ich habe fürs Erste genug verdient. Und im alten Lager wird's langsam heiß. Wenn du Lust hast, triff mich in der Kneipe. Das Haus direkt auf dem See. Mach's gut. Wir sehen uns. Jo, danke Mordrak. Viel Spaß. So, was haben wir denn für einen Ring von ihm bekommen? Mordraks Ring, Geschicklichkeitsbonus 5. Ja gut, da ich momentan noch keine Bogenfertigkeiten oder so habe, bringt mir Geschicklichkeit nichts, weil das halt nur für Bogen ist. Deswegen lasse ich den mal nicht ausgerüstet. Na, lasst mich einfach rein. Wie sieht's aus? Geht. Hab nichts mehr zu rauchen. Ja. Also wir können ihm theoretisch Sumpfkraut geben, dann braucht er halt, aber es bringt überhaupt nichts. Keine Erfahrung, nichts. Deswegen lassen wir das einfach mal. Ich weiß auch gar nicht, ob ich welches dabei habe. Muss ich mal gucken. Ich glaube aber nicht. Nee, gar nicht dabei. Hi, ich bin neu hier. Und? Willst du mich nicht aufhalten? Mich fragen, was ich hier will oder so? Nein, ist mir zu viel Stress. Außerdem kann einer wie du sowieso nicht viel Schaden da drin anrichten. Haha, super. Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich rauche mir an. Wenn du denkst, ich lass dich mal ziehen, vergiss es. Wie sieht's drinnen aus? Das Übliche. Ruhig, bis auf ein paar kleine Schlägereien. Naja, das klingt doch erstmal ganz gut, solange wir nicht in irgendwelche Schlägereien verwickelt werden. So, ja, Gucken wir uns erstmal genau um. Da sind nur ein paar Banditen, mit denen möchte ich jetzt eigentlich gerade nicht reden, weil die alle nur so Standarddialoge haben.
hier wird es schon etwas interessanter. Und ich glaube, bevor ich da weitergehe, speichere ich nochmal, denn da sind ein paar üble Gesellen, mit denen ich eigentlich momentan erstmal noch weniger zu tun haben möchte. Weil hier sind nämlich die Reisfelder des neuen Lagers. Hier wird der Reis angebaut, mit dem das Lager sich mit Nahrung versorgt und aus dem Reisschnaps gebraut wird. Denn das neue Lager hat natürlich treibt keinen Handel mit der Außenwelt, so wie das alte Lager. Die können also keine Nahrung oder so sich beschaffen. Und die haben auch kein Sumpfkraut, wie das Sektenlager, und können also auch nicht mit dem alten Lager handeln. Deswegen bauen sie Reis an und überfallen ab und zu mal ein bisschen was vom alten Lager. Also wir sehen ja, da haben wir schon am Eingang gesehen, da waren einige Banditen. Und das ist tatsächlich Programm, dass hier Banditen sind. Und um diese Leute, die da stehen, mache ich gerade erstmal einen Bogen. Die werden uns nämlich... steckt das ein. Die werden uns nämlich ansprechen, wenn wir an denen vorbeilaufen, ohne dass wir irgendwas zu denen sagen. Und verpflichten uns dann, einen kleinen Gefallen zu tun. Und wenn wir dem nicht nachkommen, dann kommen wir in Probleme. Aber das zeige ich euch später. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Lasst euch einfach nur gesagt sein, es ist gerade gut, dass wir daran vorbeigehen und dass wir unseren Weg erstmal hier in den oberen Teil des Lagers machen. Und zwar den richtigen Teil. Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Willst du mich aufhalten? Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet. Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier? Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die Einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Was machen die Söldner? Wir sind die Söldner der Wassermagier. Unser Ziel ist es, hier auszubrechen. Wir arbeiten hart dafür. Und wir wollen uns hier keinen Lenz machen wie die Lumpen aus dem alten Lager, die sich nur auf den Schultern der Buddler ausruhen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Nur er hält dieses verdammte Lager zusammen. Was machen die Magier? Sie erforschen die magischen Eigenschaften des Erzes, das unsere Schürfer aus der Mine holen. Soweit ich das verstanden habe, wollen sie den ganzen verdammten Erzhaufen in die Luft jagen, um die Barriere wegzusprengen. Klingt gefährlich. Sie sagen, wir sollen uns keine Sorgen machen. Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier? Kann man wohl sagen. Wenn wir den mit der Außenwelt tauschen würden, würde uns der König seine Frau dafür verkaufen. Aber wir werden einen Dreck tun, dem alten Sack das Erz zu geben. Wir wollen hier raus. Wo ist der Erzhaufen? Willst du mal richtig viel Erz sehen, was? In der Mitte der Hülle ist ein Loch, da kippen sie alles rein. Aber rankommst du da nicht, das kann ich dir gleich sagen. Die Magier und unsere Leute bewachen das Erz Tag und Nacht. Ich war nur neugierig. Was ist mit dem Rest der Leute? Alles Banditen. Sie kümmern sich kein Deut um das Lager. Ich würde sie nicht mal das Vortor bewachen lassen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, dort ein paar Bauern hinzustellen. Wie ist die Lage zurzeit? Die Schürfer sammeln noch. Wenn sie genug Erz haben, jagen wir den Haufen in die Luft. Ja. Pass auf deinen Rücken auf. Naja, mach ich. Keine Sorge. Ja, das ist quasi die höhere Fraktion im neuen Lager. Die Söldner. Im alten Lager haben wir da ja die Gardisten, im Sektenlager die Templer und im neuen Lager sind es eben die Söldner der Wassermagier. Ja, und hier sind wir auf einem schönen Damm, haben eine tolle Aufsicht auf die Reisfelder und können den Leuten da beim Arbeiten zugucken. Ja, das werden wir uns alles auch nochmal angucken mit der Zeit, aber momentan möchte ich das wirklich noch nicht machen. Da möchte ich einen großen Bogen drum machen. So, reden wir erstmal mit dem Typ hier, und zwar Homer. Und damit ist nicht der Simpsons-Charakter gemeint und auch nicht Homer, der die, was hat er denn geschrieben? Die Odyssee und, was war denn sein erstes Werk? Das vor der Odyssee, wo sie Troja belagert haben. Doch, war es Troja? Nein. Doch, wo sie Troja belagert haben, ja, mit dem trojanischen Pferd und so. Das sind ja die beiden Hauptwerke von Homer gewesen. Aber ich weiß gar nicht, ob man den so schreibt oder mit 2e. Keine Ahnung, reden wir trotzdem mal mit ihm. Hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich suche undichte Stellen im Damm.
Ich habe den Verdacht, dass ein Lurker am Fundament des Damms nagt. Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser. Auf diese Weise ist bald der gesamte Damm untergraben. Kann ich dir helfen? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter an meinem Damm rumzunagen. Wo finde ich das Biest? Ich würde auf der anderen Seite des Sees suchen. Keiner von den Leuten hier geht dahin. Wahrscheinlich hat es da seine Höhle. Hast du den Damm gebaut? Ja. Als wir damals das neue Lager gegründet haben, habe ich den Damm errichtet. Natürlich haben alle mitgeholfen, aber ich war der Baumeister. Oh, nicht schlecht. Dann bist du ja wahrscheinlich eine wichtige Persönlichkeit oder so. Ja, das ist auf jeden Fall eine Quest, die wir uns ein bisschen länger aufheben werden. Denn unser Ziel ist es, diesen Lurker zu töten, der irgendwo da hinten am anderen Ende des Sees rumlungert. Und wir können es mit Lurkern momentan einfach noch nicht aufnehmen. Die sind viel zu stark und er würde uns in der Luft zerfetzen. Deswegen lassen wir das lieber. Ich gucke mir zwischendurch lieber immer hier diese Hütte an. Da sollte momentan keiner drin sein, weil sie alle auf den Reisfeldern arbeiten. Aber leider gibt es hier auch nichts, was wir irgendwie klauen können. Wirklich gar nichts. Nicht mal ein Apfel oder so. Das ist schade. Aber naja, kann man nichts machen. Gehen wir lieber mal ein Stück weiter und schauen uns das neue Lager mal richtig an. Weil bisher haben wir ja nur so ein bisschen See gesehen, ein paar Reisfelder. Das ist ja noch nicht so besonders spannend, ne? So, oder hier diesen Aussichtsturm oder so. Das richtige neue Lager, also die ganzen Hausungen, man kann sie schon da hinten sehen, in dieser großen, großen Höhle. Nämlich ziemlich cool gemacht. Ja, hier rechts, das ist die Bar auf dem See. Da kommen wir allerdings nicht rein, weil das ist eine Bar, die exklusiv für die Banditen ist. Wir kämen theoretisch da rein, wenn wir die Wachen verkloppen, wofür wir zu schwach sind. Wenn wir den, ich glaube, 100 oder 200 Erz mal eben so zuschieben, dann kommen wir auch rein, das will ich aber nicht machen. Oder wenn wir ein Schürfer sind, weil Schürfer kommen auch rein. Dafür brauchen wir allerdings eine Schürferrüstung, so viel soll schon mal gesagt sein. Und da wir die momentan noch nicht haben, möchte ich gar nicht erst versuchen, da reinzukommen. Gucken wir uns immer mal hier das neue Lager an. Ja, Steinhütten in einer großen Höhle und da oben irgendwelche Runen an der Wand. Sieht schon mal sehr interessant aus. Ich möchte erstmal hier in die Mitte gehen. Denn der Typ am Eingang hat ja etwas von einem großen Haufen Erz gesagt. Ja, und das befindet sich hier unter diesem Gitter. Da können wir das schön angucken, wie es leuchtet. Eigentlich ziemlich schön sogar. Boah, wenn wir so viel Erz hätten, dann könnten wir wahrscheinlich das ganze alte Lager kaufen. Ha. Naja, aber das ist leider ein Gitter vor, deswegen kommen wir da nicht ran. Aber da läuft ein Magier rum, Kronos. Ja, hallo? Irgendwie hänge ich fest. So, jetzt. Geh zur Seite! Ja, ich wollte nur mit dir reden. Entspann dich mal. Ich grüße dich, Magier. Der Segen Adanos sei mit dir. Ich kann dir helfen, deine geistige Kraft zu stärken, oder dir ein paar nützliche Dinge anbieten. Was kann ich für dich tun? Manche lernen gar nichts dazu. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Wir sind die Magier vom Kreis des Wassers. Die Magier vom Kreis des Feuers findest du im alten Lager. Aber ich komme nicht in die Burg. Kannst du mir helfen? Nun, gelegentlich senden wir Boten zu unseren Brüdern ins alte Lager. Aber wir vertrauen diese Nachrichten nur Laris-Leuten an. Seit vielen Jahren sorgt er schon dafür, dass unsere Nachrichten sicher ankommen. Tja, also wir sehen schon, wenn wir diesen Brief abliefern wollen und dafür unsere Belohnung kassieren wollen, müssen wir uns zwangsweise einem der Lager anschließen. Oder beziehungsweise genug Erz zusammensammeln. Das geht natürlich auch. Ich glaube, wir brauchten 1000 Erz, um Thoros zu bestechen, damit wir in die Burg kommen. Aber 1000 Erz sind wirklich, wirklich viel Geld. Deswegen, aber wir haben halt in allen Lagern irgendwie die Möglichkeit, in die Burg zu kommen. Im alten Lager natürlich, dann gehören wir zum alten Lager dazu, dann dürfen wir sowieso da rein. Wenn wir im Sektenlager sind, können wir eventuell, okay, das haben die wahrscheinlich noch gar nicht gesagt, aber es sollte eigentlich offensichtlich sein, dass wir dann
Wobei doch, das müsste einer gesagt haben, dass wir dann Gras liefern in die Burg, dann kommen wir auch da rein. Oder halt im neuen Lager als Kurier der Magier, wie wir auch in die Burg reinkommen. Das sind halt, jedes Lager bietet uns also die Möglichkeit, irgendwie unsere Belohnung abzuholen. Ihr wollt die Barriere zerstören. Wie genau soll das gehen? Wir brauchen eine große Menge magisches Erz. In einem großen magischen Ritual werden wir die gesamte magische Energie freilassen und somit die Barriere sprengen. Natürlich zieht eine solch große Menge Erz allerlei Lumpen und Banditen an. Also brauchen wir jeden Mann, der bereit ist, unseren Plan zu verteidigen. Ich will bei euch mitmachen. Wenn du dich uns anschließen willst, solltest du zu Lee oder Laris gehen. Ich will Magier werden. Wir können es uns nicht leisten, unser Wissen unter unseren Feinden zu verbreiten. Erst wenn du deine Loyalität zu uns unter Beweis gestellt hast, werden wir überhaupt in Erwägung ziehen, dich zu unterweisen. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Setze sie mit Bedacht ein. Ja, wir können bei ihm Mana aufleveln, also plus 1 oder plus 5, genauso in den Stufen wie Geschicklichkeit und Stärke. Aber da wir momentan keine Zauber haben, bringt uns das gar nichts. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Wir können allerdings hier bei ihm Schriftrollen kaufen, zum Beispiel Eispfeil, Licht, Eisblock, Heilung. Die kosten auch Mana, wenn wir sie benutzen. Also die können wir nicht einfach so benutzen, allerdings sind mir die zu teuer, dass ich die kaufen möchte. Und es lohnt sich viel mehr später, wenn man die Runenmagie gelernt hat, so eine Rune hier zu kaufen, weil die Schriftrollen verbrauchen sich, wie es halt bei Schriftrollen in den Spielen so der Brauch ist, während die Runen ständig eingesetzt werden können. Aber die Runen, man sieht es, der Eispfeil kostet als Rune 500, während die Schriftrolle 50 kostet. Aber das ist es schon wert. Was hat er denn noch so? Ring der Magie, Ring der Gewandtheit, Ring der Lebenskraft. Ein Ring der Kraft, Stärke, Bonus 5 und ein Ring der Lebenskraft, Lebensenergie, Bonus 10. Das klingt eigentlich ziemlich gut, vor allem der Stärkering ist gerade sehr verlockend. Was haben wir denn da noch für Bücher? Lehren der Götter, Band 3, Band 2 und Band 1. Der zweite Kreis der Magie, der erste Kreis der Magie. Ja, möchte ich jetzt aber auch ungern erstmal kaufen. Vielleicht später, wenn wir genug Erz beisammen haben, aber das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu teuer. Dafür haben wir noch nicht genug Geld. Was ich aber gerne machen würde, ist den Ring der Kraft kaufen. Wir haben ja noch ein paar Schwerter hier, die jetzt auch angezeigt werden. Wir haben richtig viele Schwerter. Krass. Das heißt, wir packen ihm einfach ein paar Schwerter rein. Und wir haben ja auch noch ein paar alte Schwerter gesammelt hier. Altes Schwert. Rostiges Schwert. Warte mal, das alte Schwert, das bringt zu viel Erz. Ich möchte lieber zwei rostige Schwerter. Dann kommen wir nämlich genau auf die 160. So. Dankeschön. Den Lebensenergiering. Geht zur Seite. Ja, ist ja gut. Den Lebensenergiering hole ich mir vielleicht später auch noch, aber den möchte ich jetzt. Den anderen. Also, wir können zwei Ringe tragen und ich möchte jetzt ungern Geld für den Lebensenergiering ausgeben, wenn wir eventuell später noch einen anderen Ring finden oder kaufen können, der uns ein bisschen mehr bringt. Der irgendwie mehr wert ist. Weil ich meine, Stärke können wir immer gebrauchen. Na, damit haben wir jetzt zumindest 15 von 15. Das ist schon mal etwas. So, ja, das ist also das neue Lager. Hier sind wieder einige Leute, mit denen wir reden können. Und einige Aufgaben, die wir hier bekommen können. Aber ich würde sagen, dieses Video geht schon lang genug. Was wir hier alles so im neuen Lager entdecken können, das werden wir dann in der nächsten Aufnahme sehen oder in der nächsten Folge, je nachdem, wie ihr es bezeichnen wollt. Aber ist ja eigentlich vollkommen egal. Wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut!